Jetzt bitte ich den Jürgen spontan mal auf die Bühne. Das ist ein Kollege von uns, Friedenswächter aus dem Hamburger Raum. Und er ist noch vom Samstag hier oder ist im Urlaub hier. Und stell dich einfach selber vor erstmal, Jürgen. Ja, hallo, mein Name ist Jürgen. Wie gesagt, ich komme von der Hamburger Friedensdemo, ich komme aber aus Schleswig-Holstein. Also, aber Hamburg ist halt eben das Dichteste, was da ist. Und da ist nicht ganz so viel los wie hier. Aber also ich habe gerade auch in Hamburg gemerkt, dass viele eigentlich schon wissen, worum es geht. Wir sind alles Menschen. Ja? Das ist das Wichtigste. Ja? Aber jeder Einzelne muss dafür was tun, damit das hier reinkommt. Ja? Und das ist das Gefühl, was ich habe, ist, wir haben in unserem Kopf Trigger. Trigger, ich meine, die meisten wissen, was das ist. Und diese Trigger behindern uns. Und ein ganz wichtiger und ein uralter Trigger, den wir alle kennen, ist Religion. Und diese Religion und diese Namen für Menschen, die Religion haben und tragen, die trennen uns und die verfeinden uns und die machen uns kaputt. Und wir müssen niemanden mehr als Katholiken, Christen oder Juden bezeichnen. Es gibt nur gute und böse Menschen. Und das müssen wir verinnerlichen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir nie irgendwas erreichen. Und das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ja, sehr schön. Gefällt mir, was du da sagst. Sehe ganz ähnlich. Ja, genau. Weil es gibt aus meiner Sicht auch nur zwei Arten von Menschen. Einmal Trottel und einmal Tüchtige. Und Religion ist irgendwo auch völlig in Ordnung, aber eben Privatsache. Genau, man sollte die Leute auf jeden Fall nicht danach scheiden. Hast du sehr schön gesagt, ja. Ich hab noch mal was ganz Tolles. Also das, was ich mir selber so überlegt habe. Und zwar brauchen wir als Menschen nur ein Gebot. Ein Gebot, nicht 10 oder 20 oder 1000 Gesetze. Mein Gebot ist, ein Fremder ist ein Freund, den man noch nicht kennt. Ah, wunderbar. Ja. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Grundsatz. Gefällt mir. Und du sagtest, bei euch ist es ein bisschen kleiner, ein bisschen moderater, aber ist ja völlig in Ordnung. Jede Stadt hat halt dezentral ihre eigene Dynamik. Aber wie ist denn der Zuspruch, sage ich mal? Sind bei euch die Mainstream-Medien auch so abgrundtief daneben? Oder können die Bürger, die Menschen, die Bevölkerung unterscheiden, dass ihr da wirklich eine gute Sache macht? Oder wie ist da die Situation bei euch im Norden? Die Mainstream sind überall gleich. Ja, das habe ich geahnt. Da muss man sich keine Hoffnung machen, dass es irgendwo da eine Insel gibt. Ja. Aber ich sag mal, die Leute, die da zuhören und die wissen das. Und die kommen leider aber immer wieder in das Gefühl, sie müssten diese Probleme so lösen, wie sie im Augenblick sind, mit Juden, mit Christen, mit Islamisten und mit alles, mit Moslems und dieses. Ja. Und da treten wir auf der Stelle. Wir müssen einfach diese Begriffe einfach loswerden. Wir müssen einfach sagen, wir sind Menschen. Richtig. Und das ist das Wichtige. Und deswegen, jeder kann da was tun, ja, aber es ist nicht einfach. Ich habe auch in Hamburg die Rede, also kurz darüber gesprochen. Ich habe danach eine kontroverse Diskussion gehabt. Und hat mit jemandem geredet, der wohl ein bisschen christlich auch intensiv Glauben vertritt. Und für die ist es natürlich schwer, diese Trigger aus dem Kopf zu kriegen. Das ist also eine Sache, die unwahrscheinlich schwer ist. Und wenn man sich überlegt, wie viele Trigger wir im Kopf haben, was alleine das Wort Mensch ersetzt, das kann man sich glauben, das sind bestimmt 1000 Begriffe. Wir sind nicht in der Lage, unser Gehirn zu benutzen. Wissenschaftler haben festgestellt, wir benutzen nur noch 3-5% unseres Gehirns, weil der Rest mit Trigger, mit Viren. Also ich sag mal, das sind Viren auf unserer Festplatte. Und wir müssen jetzt, und wir sind vielleicht in der Lage sogar, diese Viren selbst zu bekämpfen. Ja? Und wenn unsere Festplatte wieder frei ist, unser Arbeitsspeicher wieder arbeitet, dann können wir alleine entscheiden, was gut und böse ist. Wir können alleine entscheiden, was Kunst und was keine Kunst ist. Das muss uns alles jetzt jemand erklären. Es gibt Experten für jede Scheiße. Die bauen einen Flughafen in Berlin, die bauen in Hamburg eine Elbphilharmonie. Aber sind das wirklich Experten? Ich frage mich, ich bin nur ein einfacher Arbeiter, aber ich glaube, das hätte ich auch hingekriegt. Ne? Also, gerade Experten ist für mich der größte Trigger überhaupt, den die Politiker immer wieder gerne verwenden. Ne? Ja, da hast du wohl gesprochen und ich hätte vielleicht einen kleinen Vorschlag für dich, weil es gibt Spamfilter, die kann man sich in seinen Kopf einbauen. Der eine heißt, wirf deinen Fernseher aus dem Fenster. Der zweite heißt, schalt dein Netz aus und bestell es ab. Schmeiß die Zeitung nicht weg, sondern bring sie zurück zum Altpapier, wo sie hingehört und kauf keine neuen. Also soll heißen, du hast leider natürlich, wie wir alle wissen, unheimlich recht.
Aber es gibt tatsächlich Lösungen und du hast auch nochmal recht, dass die auch nicht wirklich immer benutzt werden. Viele fahren sich diesen Spam noch rein, auch im guten Gewissen zum Beispiel, dass sie für solche Sachen hier einstehen, dass sie dann im Netz irgendwelche Verdummungs-Comment-Zeilen versuchen mit Vernunft aufzuladen und gegen die, wie man neudeutsch immer sagt, gegen die Hater oder Bäscher oder so vorzugehen, also Leute, die eben Unfug da erzählen oder Halbwahrheiten, ebenso wie auch die Mainstream-Presse sind. Aber der Punkt ist, genau wie du ja schon sagtest, das möchte ich nochmal unbedingt unterstreichen, man kann die nicht irgendwie gesund basteln, diese alten Medien zum Beispiel. Oder man kann auch Leute, die einen schiefen Kopf haben und sagen, zu dir nicht Mensch, sondern du bist nur ein Arbeiter oder irgend sowas, die kannst du in der Comment-Zeile nicht gesund heilen. Nee, man muss das ausmachen und man muss viel lieber sich mit solchen Leuten wie dir treffen oder mit Menschen wie euch und dann konkret einfach was dagegen anbauen, was dagegen tun. Weil diese Fehlerchen oder diese Strukturen, die da seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten eben da sind, wie zum Beispiel Verlagshäuser und Pressewesen, bla bla, da brauchen wir nicht kommen und die gerade biegen, das hast du ja sehr schön angedeutet, denke ich auch. Man sollte sie einfach nicht frequentieren. Guckt einfach, neben diesen Mainstream-Medien gibt es natürlich auch einfach ohne dieses bescheuerte Wort, gibt es einfach Medien. Wie ihr ja wisst, wir haben hervorragende Musiker schon da gehabt, wir haben immer eine ganze Herrscher an Fotografen, an Filmern etc., Leute, die sich um Ton kümmern und so weiter. Also das heißt, das ist genau dieses, was ja immer die Krux ist an der ganzen Geschichte. Was wir konsumieren, was wir immer wieder frequentieren, was wir immer wieder aufsuchen, das machen wir damit groß. Und genau deshalb ist es ein Fehler, irgendeine andere Bezeichnung noch zu verwenden, außer Mensch. Und dann sagt man eben, hey, du Mensch, und dann nehme ich seinen Namen und sage, hey, Peter, komm doch bitte mal her, ich will mit dir quatschen. Genau, und das, je einfacher und größer der Begriff ist, umso besser eigentlich, weil alles, was danach kommt, wie du schon sagtest, ist dann nur aufgesplittet und geteilt und ist eben dieses Teile und Herrsche. Dann ist der eine eben ein Arbeiter, der andere nicht. Der eine ist arbeitslos, der andere ist Banker. Und ne, all diese Worte. Und am Ende sind es doch nur Menschen, die natürlich essen wollen und natürlich arbeiten wollen, aber jeder eben in seinem Bereich. Da muss nicht jeder gleich sein. Und genau, deshalb sollte man die einfachsten Worte davor ziehen, nämlich Mensch. Ja. Und ich bin eigentlich so, meiner Meinung nach müssten wir dieses mein Gebot, ja, das ist, denke ich mal, das würde eigentlich gut passen für diese ganze Veranstaltung hier in Berlin, hier in Hamburg und überall, in Deutschland, in Österreich, Schweiz, wo wir überall sind. Und ich denke mal, das ist ein gutes Motto, was auch jeder umsetzen kann. Weil man mit diesem Gebot siehst du jeden Menschen mit anderen Augen. Also ich habe hier jemanden gerade kennengelernt, weil ich natürlich völlig desorientiert da hinten am Potsdamer Platz rumgelaufen bin. Und man hat gemerkt, dass diese Trigger im Kopf sind eigentlich so gepoolt, dass man, wenn man jemanden nicht kennt, dann möchte man als allererstes, möchte man in eine Schublade stecken. Ja? Das ist einfach so. Der Mensch ist so gepoolt. Du musst als erstes da, erstmal musst du bekannt geben, was machst du. Und wenn du das gesagt hast, dann packt derjenige dich in eine Schublade. Und das ist das, was völlig falsch ist. Ja? Wir müssen ihn einfach an Fremden als Freund anerkennen. Und wenn wir das alle machen, funktioniert es. Ich meine, wir sind noch nicht genug, aber vielleicht werden wir irgendwann genug davon. Ne? Weil wenn wir in der Mehrheit sind, werden wir andere Probleme bekommen. Ja, sehr schön, hast du recht. Zumal, weil du gerade sagtest, es ist ja auch so schade, wie man sich dadurch die Sicht auf die schönen, tollen Menschen dadurch verdeckt, dass man glaubt, sie dann zu kennen, weil man irgendein Schlagwort hört. Und ja, genau, so geht das los und sollte man unbedingt nicht unterstützen. Ja, sondern man sollte lieber gucken, wer ist denn der Jürgen? Was hat er denn zu erzählen? Wer ist er denn wirklich? Und dann sieht man den Menschen dahinter, genau. Aber wie du schon gesagt hast, ist nicht so leicht, diese Schubladen loszuwerden, weil man muss begreifen, was du sicher weißt, so wie du redest, dass es immer aus dem Gefühl der Angst kommt. Weil man Angst hat und das Bekannte, in Anführungszeichen, das Bekannte löst keine Angst aus, weil man glaubt, es eben zu kennen. Und das Unbekannte hat ganz urinstinktlich einfach so den Touch des Bedrohlichen, Gefährlichen, was Plötzliches oder so. Wenn man ans Tierreich zurückdenkt, wo wir noch nah an der Höhle waren und derselben Menschen sind wir heute auch, bloß dass wir jetzt ein Internet haben und hier mit Mikros rumstehen und nicht mehr mit einer Trommel oder so. Aber wir sind da noch relativ archaisch natürlich, weil der Mensch in seinem Wesenskern sich mehr so über Jahrhunderttausende verändert und nicht über ein paar Tausend oder ein paar Hundert oder nur ein paar Jahrzehnte. Und deshalb ist es so schwer, aber es ist machbar. Du bist angstfrei, glaube ich. Du hast das Problem so nicht mehr ganz so stark, wie du das vorhin beschrieben hast, den Fakt. Also, ich habe meine Angst so ziemlich abgelegt, das ist auch ganz wichtig. Ich beschäftige mich, ich weiß, also man kann zwar tolle Warnwachen machen, aber wir sind halt eben nicht genug, um irgendwas zu ändern. Ich bin jetzt umgeschwungen, habe mich so ein bisschen mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und ihr glaubt nicht, was da abgeht. Und ich sag mal, und das ist das, wo sich jeder mit beschäftigen sollte.
weil da kannst du wirklich mal was für dich ganz alleine tun. Da brauchst du niemanden anders überzeugen, sondern da überzeugst du nur dich selbst. So bin ich jetzt eben drauf. Ich versuche natürlich weiterhin auch andere über eine andere Sache zu informieren, aber Gesundheit ist echt ein Wahnsinnsthema. Und ich glaube, wenn jeder da so ein bisschen mal, ich meine, viele wissen schon, dass wir vergiftet werden und, das ist nichts Neues. Aber wie einfach eigentlich für ein selbst, der Körper, wie der gebaut ist, dass der eigentlich alles selbst repariert, ja, dass wir gar keinen Arzt brauchen normalerweise. Wir müssen nur keine Angst haben. Ja, und das ist halt eben, deswegen haben wir Medien und wir haben den Arzt. Ja. Der Arzt, der hat zwar einen Schwur geleistet, dass er uns helfen soll, aber irgendwann ist die Schulmedizin am Ende und dann sagt er, ja, tut mir leid, der Zug ist abgefahren und so hilft man niemandem. Weil wenn du jemandem sowas erzählst, dann ist das wie ein Todesurteil. Das haben die alten Schamanen damals gemacht, die haben die Leute Todesurteile ausgesprochen. Wenn man so einen Menschen so behandelt, dann bricht man seinen Eid einfach. Und ich sag mal, hier alles ist heilbar. Und es gibt in jeder Krankheit, von jeder Krankheit, gibt es immer wieder Fälle, die das beweisen. Ja? Und nur diese Fälle werden natürlich medial unterdrückt. Keiner weiß da was von. Und, aber diese Leute sind mittlerweile auch, wenn man sich Bücher besorgt, die sich damit beschäftigen, man ist in der Lage, selbst eine Krankheit zu bekämpfen, auch wenn das keiner glauben macht. Weil, aber da muss man halt eben anfangen, seine Trigger bekämpfen. Ja genau, vor allen Dingen muss man, grätsch mal kurz drin, das ist ja richtig, was du sagst, weil man kann so ganz einfach nachweisen, warum das nicht aufgehen kann, die Rechnung. Wenn in einem geldbasierten System, in einem Belohnungssystem, wie der Kapitalismus bereitstellt, ein Arzt nur Geld verdient, wenn Leute krank sind, ist ja logisch, dass er selbst wenn er könnte, niemals nicht die Menschen wirklich dahin bringen würde, dass er sie final ausheilen lassen könnte. Weil dann ist er seine Kundschaft los und dann ist er arbeitslos. Also so viel muss man schon mal aufdeckend sagen, weil das Wort Gesundheitswesen ist natürlich sehr schmeichelhaft. Ich hab's mal korrigiert, das heißt in Wahrheit Gesundheitsunwesen, wenn man es ehrlich bezeichnet, weil es genau auf dieser Struktur, die du andeutest oder die ich gerade nochmal skizziert hatte, eben basiert. Und dann kann kein essentielles Interesse da sein, dass die Leute geheilt werden. Und deshalb gibt es ja auch diese ganzen Krankheiten, die wir nicht loswerden scheinbar, weil sie eben sozusagen gemacht sind. Sie sind ja nicht wirklich essentiell. Wie du sagst, der Körper kann wirklich die größten Geschichten, die meisten Sachen selber regeln. Was nicht, da stirbt man eben dran, aber auch das gehört zum Leben dazu. Aber die allermeisten Sachen, wo wir dann meist in der Regel in der westlichen Welt losrennen, zu irgendeinem Chemiekonzern oder irgendeinem Ärztehaus, die kann der Körper, wie du richtig sagst, natürlich eigentlich selber heilen, aber das ist wieder das andere Problem mit der Tick-Tack-Uhr, dass die Leute denken, oh wie, ich habe da jetzt nicht Zeit, 9 Tage meine Bronchitis auszukurieren, weil genau dann wäre die völlig in Ordnung weg, weil der Körper, wie du richtig sagst, das im Griff hat. Aber da sehen wir eben, in was für einem Teig wir vorerst feststecken. Lass uns nicht darüber reden. Schöner war, was du gesagt hast, dass es ja auch anastrophale Ansätze gibt, was man schon tun kann. Und ich würde da auch nochmal zustimmen wollen, dass es sich auf sich und seine eigenen Bedürfnisse und auf seine eigene Biochemie zu konzentrieren und seinen Körper auszumessen und zu gucken, was du brauchst, gerade du jetzt, das ist schlau, das ist gut. Weil erstens wird es der Differenzierung und der Vielfalt des Menschen gerecht, weil wir eben doch alle eben nicht gleich sind. Wir also haben gleiche Rechte, aber sag mal, wir sind als Menschen Gott sei Dank sehr verschieden, sehr vielfältig und so hat jeder auch seine Privatgesundheit, seine Privatdiät, seinen eigenen Plan und seine eigenen, wie sagt man, Eckdaten, wie er seine Gesundheit pflegen muss. Und das ist ein wichtiger Gedanke, den du da so leichtfüßig nebenbei sagst, weil viele das immer vergessen. Sie denken immer, es gibt einen Knopf, eine Tablette, einen Trick, um dann die Lösung herbeizuzaubern. Das ist natürlich Illusion, die eben durch so eine Fehlinformation, wie wir durch die Regierungen oder die Mainstream-Medien etc. so kennen, natürlich groß gemacht werden. Und die Bildungssysteme sind ja auch nicht sehr viel besser. Die erzählen ja auch nur bedingt die Wahrheit. Also naja. Also wichtig ist auf alle Fälle, was ich meine, man soll alle Menschen achten, aber dabei nicht vergessen, sich selbst zu lieben. Das ist ganz wichtig, weil nur von innen raus kommt Gesundheit. Das ist auch wichtig, also das darf man nicht unterdrücken. Und ja, ich denke mal, ich habe hier heute schon genug gelabert. Es war schön hier zu sein und ja, vielleicht komme ich ja nochmal wieder. Und hoffentlich werden wir auch in Hamburg irgendwann mal wieder mehr. Also im Augenblick drüppelt das doch bisher drum. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Und nur wenn man was versucht, kann man auch was verändern. Und dabei sind wir jetzt voll im Gange. Dankeschön. Ja, danke dir, Jürgen. Hervorragend. Ich hätte dir gerne noch die ein oder andere Minute zugehört, das Publikum sicher auch. Aber wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören. Danke für deinen Beitrag, hat mir sehr gut gefallen.
ist viel dran gewesen.